Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Catrice DIY Advent Kalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 29,95 Euro oder 29,99 und ich habe ihn kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen von Purish. Und vielen, vielen Dank an Purish an dieser Stelle. Und weil es halt eine Kooperation ist, könnt ihr auch in diesem Video wieder was gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und ja, zu gewinnen gibt es ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket von mir. Und ja, außerdem habe ich auch noch einen Gutscheincode für euch. Und zwar könnt ihr 15% Rabatt bekommen. Bei Purish ist ein Affiliate-Rabattcode, den habe ich immer. Claudis Welt 15, ne? Damit kannst du derbe sparen, nicht nur auf den Adventskalender, sondern auch auf dieses krasse Wimpernserum von Grande Lash, wow. Oder Grande Cosmetics ist Grande Lash, bla. Egal, Catrice Adventskalender, ich will reingucken, ich bin total nervös. Catrice hat super viele DIY-Adventskalender dieses Jahr rausgebracht und das ist, ich glaube, der klassische von den ganzen anderen. Und den kriegen wir bei Purish. Und deswegen schauen wir jetzt mal zusammen rein, was sich hier drin verbirgt. Ich glaube, Catrice ist so ziemlich der Vorreiter von diesen ganzen DIY-Adventskalendern, oder? Weil die sind damit angefangen und dann haben auf einmal sau viele nachgezogen. Ich habe das Ding jetzt einfach mal geöffnet. Es ist ja quasi eher ein Unboxing als ein Adventskalender-Opening, würde ich sagen. Schaut so aus, wenn man die Box öffnet. Wir haben tatsächlich hier Tütchen. Da kann man quasi die Produkte reinpacken, wenn man den Adventskalender für jemand anderen packt. Hier haben wir die Zahlen und können die dann auf die jeweilige Tüte draufkleben. Wir entfernen das Seidenpapier und enthüllen das Geheimnis von dem Adventskalender. Ich hoffe, dass wir hier nicht allzu viele Nagellacke und Lippenprodukte drin haben werden. Außerdem hoffe ich, dass wir hier auch Produkte drin haben werden, die nicht irgendwie jetzt schon Ewigkeiten aus dem Sortiment genommen worden sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich greife jetzt einfach mal blind rein und entnehme das erste Produkt. Hier haben wir, das finde ich schön, Catrice Gold Effect Nail Polish 02 Fascinating Grace. Das ist eher so ein Topper, würde ich sagen, oder? Eine coole Farbe. Und ja, der erste Nagellack hier in dem Adventskalender. Ich finde den schön. Also der hat so Silber-Sparkles und also im Prinzip besteht der nur aus Sparkle. Sehr interessant. Ich nehme hier schon den zweiten Nagellack raus und das ist Acai Oil Infused Icon Nails in der Farbe 82 Get Lost in Red You Love. Okay, das ist so ein schönes Weinrot. Ist auf jeden Fall hübsch. Kann man gut gebrauchen und vielleicht sogar kombinieren. Also wenn man nicht ganz so wild ist und jeden Nagel in einer anderen Farbe macht, könnte man theoretisch quasi vier Finger in dieser Farbe machen und zum Beispiel den Ringfinger in der hier. Kann man schön kombinieren. Ich greife eine Palette raus. Oh, das ist die The Smart Beige Collection Eyeshadow Palette. Und das ist halt so eine ganz klassisch nudige Palette. Hier steht auch hinten drauf. 010 Nude but not Naked ist hier die Farbbezeichnung. Auf jeden Fall eine gute Nummer 6 oder 24, würde ich sagen, oder? Das nächste Produkt ist ein Lippi und da haben wir Generation Plump and Shine Lip Gloss. Das ist eine krasse Farbe, Leute. Die Farbe 110 Shiny Garnet oder Garnet ist die Farbe. Passt auf jeden Fall zu dem ersten Nagellack, den ich euch gezeigt habe. Bei solchen metallischen Lippenstiften bin ich immer etwas vorsichtig, weil dadurch meine Zähne schnell gelb aussehen können. Ne? Das steht mir persönlich nicht so unbedingt. Das ist so ein bräunliches, gleichzeitig aber auch rötliches Schimmergedönsen. Ist aber nicht ganz so meine Welt. Aber der Adventskalender ist ja nicht speziell für mich designt. Wobei, wir haben jetzt schon den dritten Nagellack hier drin. Catrice Number 91 Gym Tonic. Okay, ist die Farbe. Icon Nails ist das. So ein ganz klassischer Rot-Nagellack. Jo. Okay, noch ein Nagellack. Catrice Super Dry Gloss Top Coat. Ja, 10,5 ml. Ich meine, wir haben hier nur Full Sizes drin bislang, ne? Das ist schon mal lobenswert. Aber ja, einen Topcoat kann man auf jeden Fall gebrauchen. Hier haben wir eine Mascara drin. Das könnte eine schöne Nummer 6 sein. Pret A Volume False Lashes Mascara in der Farbe Deep Black. Und ja, das ist eine Originalgröße. Und das finde ich schön. Das muss ich wirklich sagen, das finde ich lobenswert. Ne? Da freue ich mich jetzt drüber. Catrice hat tolle Mascaren. Als nächstes haben wir einen weiteren Generation Plump and Shine Lip Gloss hier mit drin. In der Farbe 090 Golden Zircon.
Zirken. Das finde ich ist eine sehr interessante Farbe, weil das so ein richtiger Topperton sein könnte. Könnte fast schon Nagellack sein von der Farbe her. Das ist so ein gelblich-goldenes Champagnertönchen. Das kann man dann schön zum Beispiel über so einen roten matten Lippenstift drüber geben, um das Ganze einfach zart zu toppen. Mutig, okay. In der Farbe Ashblond passt zu mir. Brow Comb Pro Micro Pen haben wir hier drin. Okay, auf der Kappe soll man das lagern. Ach so, das ist so ein Dreizackenvieh. Da muss man ein bisschen aufpassen. Zum einen ist nicht jeder aschblond von der Farbe her. Und zum anderen, ja, dieses Härchen einzeichnen finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich den behalten werde. Ich mag zwar so ein bisschen etwas so wildere Augenbrauen, aber das ist mir, glaube ich, ein Stück weit zu wild. Ich muss mal gucken. Hier haben wir das nächste Lippenprodukt drin, und zwar der Volumizing Tint and Glow Lip Booster Plump and Glow ist hier angesagt. 010 Be Glorious. Sowas finde ich eigentlich ganz cool. Sowas würde ich auch einfach so im Alltag tragen. Scheint auch wohl eine leichte Tönung mit drin zu haben, aber ich denke eher weniger, dass wir hier eine krasse Farbgebung mit dabei haben werden. Das heißt, das könnte ich mir gut so generell für meine Handtasche vorstellen. Was haben wir als nächstes? Ein Lippenstift. Okay, 010 Full of Optimism Full Satin Lipstick ist das. Ja, ist halt so ein schöner Rosé-Nude-Ton. Könnte auf jeden Fall vielen gefallen. Finde ich jetzt nicht verkehrt, muss ich sagen. Ne? Das ist auch wieder so ein Alltagstönchen. Das finde ich ehrlich gesagt sogar sehr, sehr schön von der Farbe her. Und den vielleicht auch in Kombi mit diesem Lip-Topper, den ich euch eben gezeigt habe. Das könnte was werden. Hier haben wir mal wieder einen Nagellack, und zwar ein Icon Nails in der Farbe 42 Rust in Peace. Okay, geile Farbbezeichnung, definitiv. Ja, ist so ein Rostrot halt, ganz einfach. Ja, wäre mir persönlich ein bisschen zu wenig farbintensiv, muss ich gestehen. Ich bin da eher bunter unterwegs, aber das ist eigentlich ein relativ zurückhaltendes Tönchen. Was haben wir hier? Oh, Professional Brow Palette 020 Medium to Dark. Gut, das ist dann tatsächlich gar nichts für mich. Du hast hier Highlighter, dann die Farben und ein Wachs mit drin. Das habe ich ja noch gar nirgendwo gesehen. Das ist mir vollkommen neu, das Produkt. Keine Ahnung, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr das schon kennt. 020 ist die Farbe. Und ich meine, das ist praktisch, ne? Dass du hier wirklich so verschiedene Farbnuancen hast, dann auch die Augenbrauen-Highlight-Geschichten und das Augenbrauenwachs zum Fixieren. Dazu dann noch hier so ein Spiegelchen mit dabei. Erinnert mich auch ein bisschen an die Love-Palette, die es mal gab. Aber die hier ist deutlich slimmer, ne? Also das mag ich gerne eigentlich. Schade, dass es nicht meine Farbe ist. Hier habe ich jetzt ein Tübchen, oh schön, der Hydro Primer Love Skin and Respect Earth 30 ml ist in diesem Primer drin enthalten. Ich glaube, den habe ich auch schon da, der ist relativ feuchtigkeitsspendend, jedenfalls steht das ja auch so drauf. Und jo, 24 Stunden soll der Feuchtigkeit spenden, und da hast du Bio-Kirsche, Bio, nee, Quatsch, Bio-Kirsche, Aloe Vera und Kokosnuss mit bei. Und ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne PEGs, ohne Silikone und ohne Mikroplastikpartikel. Läuft. Nicht schlecht. Das ist das erste Base-Produkt, was ich jetzt hier rausgezogen habe. Oh, schön. Habe ich den nicht gerade erst aufgebraucht? In der Farbe 020 Medium, der Ultra Slimetic Nein, der Slimetic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Den habe ich wirklich gerade erst aufgebraucht in genau dieser Farbe. Sehr cool. Ich habe jetzt Nachschub und muss ihn mir nicht nochmal neu kaufen. Läuft. Finde ich klasse. Braucht sich unheimlich schnell auf. Aber der ist toll. Ich mag den. Krass, drei Augenbrauenprodukte. Das hätte ich nicht erwartet, oder? Hier haben wir etwas drin. One Drop Coverage Weightless Concealer. Die trauen sich echt was. In der Farbe 002 True Ivory, 7 ml. Krass. Also ich glaube aber wirklich ziemlich genau zu wissen, dass dieses Produkt nicht mehr gelistet ist bei Catrice. 002 True Ivory. Okay, das könnte bei mir passen. Vielleicht sogar ein Mü. Oh mein Gott, ich habe hier Mascara. Wie sieht das denn aus? Und so bin ich die ganze Zeit rumgelaufen. Sagt doch keiner was hier, ne? Könnte für mich sogar ein Tick zu hell sein. Und das packen die mit zusammen mit so vielen verschiedenen Augenbrauenprodukten in eine. Ich weiß auch nicht. Irgendwie merkwürdig, oder? Keine Ahnung. Aber gut. Ja. Dann habe ich hier ein Lippi in der Farbe Full Satin 070. Das ist ein Full Satin Lipstick irgendwie wohl, ne? Und das ist Full of Love in der Farbbezeichnung her. Und das ist so ein klassisches Rot. Das würde ich in so eine 23 mit reinpacken, oder? Dass man halt quasi zu Weihnachten rote Lippen hat. Oder in eine Nummer 5, so Richtung Nikolaus gedacht oder so. Ja. Oh mein Gott, das finde ich klasse.
Die werde ich behalten, denn die ist richtig gut. Das ist ein toller Dupe zu der Nabla Vicious Mascara, die es übrigens auch bei Pure Rouge gibt. Und auch da gibt es einen Rabattcode mit 15%. Also Claudies Welt 15 gilt auch da. Die ist aber sicher ausgelistet, leider. Lash Millionizer Volume Mascara 010 The Best or Nothing. Die ist so gut, Leute. Wirklich. Also man erschreckt erst ein bisschen, wenn man sich das Bürstchen anschaut und sich denkt, wow, was zur Hölle soll das mit meinen Wimpern anstellen? Aber wenn sich das eingegroovt hat, ist es so toll. Also da freue ich mich gerade wie Bolle drüber, weil die kriegst du nirgendwo mehr. Außer überteuert bei eBay irgendwo zu kaufen. Deswegen freue ich mich. Richtig, richtig cool. Und ein weiterer Lippenstift erwartet uns, der Generation Plump & Shine Lip Gloss in der Farbbezeichnung. Hat keine Farbe. Doch, 100 Glowing Tourmaline ist die Farbe. Jo, das ist wohl an diese Edelsteine angelehnt. Auch das ist ein schöner Liptopper, kann man nicht so sagen. Der ist jetzt nicht so dunkel wie der erste, den ich hatte. Das geht eigentlich tatsächlich noch. Der erinnert mich von der Farbe her sogar ein bisschen an den Fenty Glossbomb Schlag mich tot Gedönsen. Der ist eigentlich ganz cool. Okay, aber wir haben ja noch einen davon. Krasses Pferd, ich sag euch das. Das ist jetzt die Farbe 020 Sparkling Coral und das ist halt wirklich so ein Koralltönchen mit so Sparkles drin, aber die Farbe gefällt mir. Die mag ich gerne leiden und die kann ich mir bei mir auch wirklich gut vorstellen. Doch, definitiv eine schöne Geschichte. Haben wir 4 Stück von den Teilen hier drin. Wahnsinn. Hier habe ich noch einen Nagellack. Ico Nails. Oh ja, schöne Farbe. Das ist Acai Oil Infused Nummer 81 Metal Speaks Louder Than Words. So, ist so ein richtig geiler Silberton. Und den werde ich behalten, denn ich habe Gold, wie man sieht, da. Aber Silber nicht, jedenfalls nicht so intensiv. Das finde ich toll. Den mag ich gerne leiden jetzt schon. Hier habe ich noch so ein Lippi und zwar in der Farbe 040 Full of Inspiration. Full Satin 040. Das ist so ein bräunlicher Nude-Ton, schaut so aus, definitiv eine tragbare Geschichte, kann man sich jetzt soweit nicht beschweren, aber es ist halt schon wieder ein Lippenstift. Zwei habe ich hier noch tatsächlich, in der Farbe 030 Polite Rebellion, also höfliche Rebellion, Plumping Lip Liner and Maxi Lip, okay, mit Anspitzer ist es einfach ein Lip Liner, genau, und der passt auch zu dem Lippenstift, den ich euch eben gezeigt habe und eigentlich auch zu vielen anderen, weil das so ein Nude-Tönchen ist. Und die mag ich eigentlich auch ganz gerne, diese Lip-Liner-Plumping-Gedönsen von Catrice, die sind ganz schön, sind herausdrehbar. Last but not least haben wir natürlich einen Nagellack drin, More Than Nude Nail Polish Fits All Skin Tones, okay, 05 Rosy O and Sparklet. Okay, Rosy O and Sparklet. Mhm. Ja, das ist so ein Tönchen, kann man als Topperton verwenden oder so, ne? Finde ich persönlich jetzt recht zurückhaltend, aber hat noch so ein lila, violett Gedönsen-Shift mit drin. Ist schön. Lohnt sich das? Wenn man Nagellack und Lippen verrückt ist, definitiv, ne? Also wir werden hier einen schönen Wert haben, weil das sind ja alles Full-Sizes und so. Für mich persönlich wäre das jetzt nicht unbedingt ein Adventskalender gewesen. Ja, wir haben eine Lidschattenpalette, 2 Mascaren, diverse Augenbrauenprodukte und so dabei. Hey, aber was ist mit Blush, Bronzer, Highlighter? Ich finde den jetzt nicht so umhauend. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so fandet. Ich habe auch mal geschaut, wie viele von den Produkten ausgelistete Produkte sind. Die kann ich die Zahl hier mal so einblenden. Ihr Lieben. Das war es jetzt hier von mir und trotzdem vielen, vielen Dank an Purish für die Zusendung des Adventskalenders. Ich hatte einfach gehofft, dass hier der Inhalt vielleicht doch etwas abwechslungsreicher wäre, aber wer ahnt das schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Adventskalender. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!